Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Call of Tutulu, Folge 9. Heute in Aschermittwoch. It's all over today, oder? Ja, war Mist, Kinder. So. Seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ich fand diesen Deutschen in den Tunnel unter den Hawkins Anwesen. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandten Männern folgte. Natürlich wieder zu, alle sind wahrscheinlich verschließen, unterirdisch, das ist klar. I can't read Latin. Das ist aber schade. Lol. Hier ist die Tür offen, also. Ich hoffe, dass wir die gleiche Tür nehmen. You who sleeps, accept this dream under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Ibithnk Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yor-El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yor-El Cthulhu Bog Shug. Your dream has opened the way, so that the day finally comes when you will awake. La. I feel him. Shh. You are gift. Bring me more sacred flesh. Let him pass through every part of you. All you sleep. We pray for your return. Dead? Into the kingdom of the... This ritual killed him. Where's the sense in that? Cursed.
schlafender Kultist. Sie liegen auf einem eisigen Stein. Es sieht aus, als wären sie tot, aber ihre Körper vergewesen nicht. Befinden sie sich in einer Art Koma? Eines steht fest, diese Personen wurden einer Behandlung unterzogen, die ihre körperlichen Eigenschaften verändert. Ich bin nicht sicher, ob man sie noch als Menschen bezeichnen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Ja. Das ist was anderes. Ritualdolch. Kaschok. We are ready for the ceremony. Here, there's somebody here. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. Let him pass through every pore. Bring me more sacred flesh. All you who sleep, we pray for your return into the kingdom of the earth. Ceremony. What about your protege? What does this writing mean? Locked. Intruder! You can't hide forever. Show yourself!
Kistel Paz Natulu, Lenaf, Clear Nochschlag, Ele, Gorkaniha, Sigov, Vene Apedach, Nikif, Kristel Paz Natulu, Lenaf, Clear Nochschlag, Ele, Gorkaniha, Sigov, Vene Apedach, Nikif, Kristel Paz Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Get back! You asked for it! Ja, genauso. Also, das waren halt Bandekins, aber das waren Obsten so. Light! At last. Kapitel 5, Riverside Institute. Pearson und Richard Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffen eines Kults in seinem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebte eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert scheint, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pearson durch den Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside Institut gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Kritisch. Wahnsinn. Da lebt der Charles Dingsbums noch. Und, oh, bist du Wahnsinn. Das ist ein kleiner Wahnsinn. Das ist ein kleiner Wahnsinn. So, kommen wir zu Kapitel 5.
No! He's having a seizure. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. Saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. Your dad... he killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? Sorry, my friend. What? No! Aber der Bradley, der war doch tot. Gummizelle, herzlichen Glückwunsch. Gummizelle. Wenn wir in der nächsten Folge weitermachen, bis dahin. Tschüss, bis dann.